Herzlich willkommen zurück in der Heimat, auf jeden Fall. Danke. Du hast ja heute hier trainiert mit den Kindern aus Wadern. Das ist ja, wenn du dich auch so umguckst, noch deine alte Schule hier. Ne? Ich meine, kommen ja schon Erinnerungen hoch. Ne? Also ich kann nur sagen, hier sind wir schon einige Runden gelaufen früher im Sportunterricht. Und natürlich weiß ich hier noch genau, wie das hier aussieht. Und hat sich nicht viel verändert. Da oben das Basketballfeld ist neu, aber da war ich auch schon spielen gewesen in meiner Freizeit. Ja, und das ist natürlich ein schönes Gefühl, wieder hier zu sein. Gibt es da doch was, dass du dich so erinnerst, was eben von alten Spielen noch erzählt, an die dich jetzt so ins Gedächtnis kommen, die du hier mal ausgetragen hast? Ja, natürlich. Also wie gesagt, das gerade hier im Zusammenhang mit der Schule ist natürlich heute, auch wo ich einige Lehrer wieder getroffen habe, einige Erinnerungen hochgekommen. Und das war natürlich eine sehr, sehr schöne Zeit in meiner Jugend und Kindheit. Ich war 9 Jahre hier zur Schule gegangen und das vergisst man natürlich nicht so leicht. Klar. Du hast ja mit relativ jungen Kindern heute gespielt. Wie würdest du denn sagen, dass das Alter, wie wichtig ist denn so, sind denn so diese Schritte in dem Alter für die Profikarriere? Ja gut, ich denke mal, das hier ist jetzt zunächst mal noch eine ganz normale Förderung. Da ist jetzt, glaube ich, noch nicht so die Profikarriere im Hinterkopf. Und dann ist jetzt wirklich, geht in erster Linie darum, dass die Kinder, denke ich mal, eine Möglichkeit haben, auch ordentlich regelmäßig zu trainieren, auch mit der Schule. Und das ist ja wirklich gegeben. Und Herr Sauer gibt sich da auch sehr große Mühe, dass dann auch das umgesetzt wird. Und ja, das ist wirklich toll, dass er sich so dafür einsetzt. Geht es jetzt auch noch wirklich so Spaß am Sport zu entdecken? Oder geht es da wirklich schon in Grunde Technik und so machen? Oder? Ja gut, das ist ja immer, das geht ja immer damit einher. Also der Spaß steht natürlich immer im Vordergrund, gerade auch in dem Alter, aber auch bei uns noch. Aber natürlich soll man die Übung dann auch anständig ausführen. Dafür ist er dann ja auch da als Trainer, da dann auch dann hinterher zu sein, dass die Jungs auch den Pass ordentlich spielen und keinen Hoppelball spielen. Hoppelball ist ein gutes Beispiel, mhm. Hinterher hier auf dem Brascheplatz. Ne? Mhm. Wenn du so, wenn man es mal anfangen, deine Karriere ist ja wirklich bekanntermaßen ein bisschen hart, langsamer, gemäßigt. Heute Spitzenfußball hört man ja immer wieder auf, da werden die Spieler früh weggekauft, die werden dann in die Internate gesteckt, Barcelona, Masia. Aber was würdest du sagen, wenn ihr auch mal hier wieder so einen alten Platz siehst, so einen Brascheplatz siehst, was würdest du vielleicht sagen, es gibt irgendwas, was du diesen hoch ausgebildeten jungen Talenten vielleicht auch voraussetzt? Also ich sag mal, natürlich haben die eine andere Möglichkeit, schon in jungen Jahren sehr viel im taktischen und körperlichen Bereich zu lernen. Und da war die Möglichkeit bei mir jetzt nicht so sehr gegeben. Ich musste mich halt auf anderen Wege durchsetzen. Dafür habe ich halt eine ganz normale Jugend können durchmachen und konnte bis 20 in der Heimat, in der wohligen Heimat aufwachsen. Das hat natürlich auch seine Vorteile. Und ich habe halt dann müssen erst dann später alles nachholen. Das ist mir dann auch, denke ich mal, gelungen. Das hätte ich mich nicht können auf dem Niveau hier etablieren. Kannst du vielleicht auch sagen, zu den Vorteilen so ein bisschen was besser war, ja, wie gesagt, halt, dass man halt nicht so früh aus dem Elternhaus gerissen wird, das ist natürlich für viele schwierig, ganz klar. Aber ja, ob das jetzt sportlich, körperlich natürlich hätte dann schon können mehr gemacht werden in der Jugend, klar. Aber wie gesagt, die Möglichkeit war nicht gegeben. Dafür habe ich mich mit Älteren gelernt durchzusetzen, weil ich schon öfters bei Älteren mitgespielt habe. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt für mich auch schwer zu beurteilen. Ich habe ja keinen Blick von außen drauf, sondern war selber derjenige und ich denke mal, es ist sehr gut, so wie es gelaufen ist. Da bin ich auch sehr, sehr froh drum. Okay. Vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss. Du startest ja richtig durch jetzt mit Nationalmannschaft und weiter. Was ist denn so, was sind denn so Nahziele? Wo geht es jetzt weiter? Wo geht es jetzt hin? Auch zuerst mal noch mich in den nächsten 10 Tagen erholen ordentlich. Das ist mein erstes Nahziel, wenn Sie schon so fragen. Und dann das nächste Nahziel ist, dass wir natürlich eine ordentliche Vorbereitung bestreiten und einen ordentlichen Kader wieder zusammengestellt kriegen. Und da haben wir auch volles Vertrauen in die Vereinsverantwortlichen, weil da, denke ich mal, auf der einen oder anderen Position schon noch Handlungsbedarf besteht. Aber das bekommen die schon hin. Ja, und dann geht es wieder los, von vorne los. Ja, und dann versucht man halt jedes Spiel so gut wie möglich zu bestreiten. Und das sind halt die Ziele. Geht denn schon der Kopf Richtung Brasilien? Oder? Ach, nee, das ist schon ein ganzes Jahr fast. Also um Gottes Willen. Mein Kopf geht jetzt zunächst mal noch im Urlaub. Ganz klar im Urlaub. Und dann in 10 Tagen am 1.7. treten wir wieder an. Ja, und dann werden wieder die Kräfte gesammelt für eine neue Saison.